Ich möchte euch mal ein kleines neues Plugin oder eine Extension für den Chrome bzw. Chromium Browser vorstellen. Und zwar geht es um folgendes Problem. Ich habe hier jetzt einen Artikel und der ist www.berns.world.com/2010/09/07/wordpress-seiten-auf-strato-servern-unerträglich-langsam/. Also eine irre lange URL. Wenn ich den jetzt verschicken will, das ist natürlich zum einen extremst lang, aber das brauche ich für WordPress, damit Google mich selber besser findet. Ich kann dann eine sogenannte Shortener-URL machen. Und Google bietet da selber einen Dienst für an, den man direkt als Extension im Firefox oder im Chrome bzw. Chromium Browser anbieten kann. Das findet ihr hier. Link ist in meinem Text wie immer. Ihr klickt auf Installieren. Der installiert diese Extension in meinem Chrome Browser. Jetzt ist sie installiert. So, und jetzt geht es folgendes. Ich habe jetzt hier wieder meinen Link. Klicke jetzt hier rauf. Und hier habe ich jetzt von Google automatisch kreiert einen kleinen Short-Link. Das Coole ist, das ist ein 301 Redirect. Das heißt, es gibt da auch keine Komplikation mit Google selber. Ich klicke den jetzt also an. Der wird automatisch in mein Clipboard kopiert. Mache dann Command V in meinem Mac OS X das so. Unter Windows ist es die Control-V-Taste, Steuerung-V-Taste. Und siehe da, der ladet automatisch auf die richtige URL um. Ein super cooler Service, den Google da anbietet. Solltet ihr euch unbedingt installieren, wenn ihr Sachen verschickt, weil ihr habt den Unterschied gesehen. Anstatt so eine riesen lange Adresszeile zu haben, habt ihr diese kurze Adresszeile. Ist echt eine super Sache. Hat Google sehr gut gemacht. Das war's zu dem kurzen Tutorial über Short URLs direkt von Google. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und wir sehen uns weiterhin in meinem YouTube-Channel Hutudi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.